Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Battlefield 1. Wir starten das Spiel, wir akzeptieren die Endbenutzer-Lizenzen und wollen drauf loszocken. Ich habe mich auf das Spiel mega gefreut und habe heute extra noch einen Tag Urlaub spontan bekommen. Und zudem werde ich dann nächste Woche nochmal eine ganze Woche Urlaub haben. Da werden wir dann extra dick, fett Battlefield zocken. Wir stellen die Helligkeit jetzt noch ein. Ja, leider, ich hätte eigentlich große Lautsprecher mit Lautsprecher. Logitech Pro G Headset. Aha. Kriegsbänder. Noch ein kleiner Lautsprecher. Ja, ja, Fernsehlautsprecher. Are you kidding me? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin ein wenig aufgeregt, weil ich will endlich zocken und ich habe noch nicht mal meine Taschen leer gekriegt. Nein, nicht neu starten, nein. Hier, Option. Gameplay. Chat, bla bla bla. Bla bla bla. PlayStation, wir haben die ganze Zeit gewartet. Ja, schön für dich. Bla bla bla. Wo haben wir denn hier? Blick drehen. Mit Blick drehen. Minikarte, bla bla bla. Ich will hier die. Aber nicht, wo ist das? Zurück, Steuerung. Da haben wir das Ding, Empfindlichkeit, Soldat. Höher auf jeden Fall. Machen wir so 40. Stick Empfindlichkeit, Fahrzeuge, lassen wir erstmal. Zoom Empfindlichkeit, lassen wir auch erstmal. Okay. Audio werde ich nochmal eben kurz die Gesamtlautstärke, Musiklautstärke ein bisschen runter machen. So, Gesamtlautstärke 100. Sprache, ja. Mikrofonlautstärke ist Quark. Okay. Gut. So. Ja, schon wesentlich. Position! Halte! Stellung halten, Männer! Diese Dramatik.
Rücken! Sollen wir die Empfindlichkeit ein bisschen runterspielen? Bisschen runter machen. Also wie gesagt, das ist jetzt halt wirklich komplett allererste Versuch hier da mal irgendwie was zu starten. Machen wir mal auf 3. Nein, auf 30, so. Deswegen die Einstellung auf alle mal schon. Wie gesagt, das ist direkt von der Stellung halt! Wahrscheinlich werden wir nicht überleben. Das ist mit einer meiner ersten Shooter, die ich seit Ewigkeiten den ich auf Crazy spielen werde. Crazy gespielt habe. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Oh, jetzt immer. Quatsch mit der Schippe in den Schädel. Geile Sache. Na
Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Unsere Jungs in der Kirche werden überrannt! Wir müssen durchbrechen! Die Infanterie zählt auf uns! Aber dann haben die schon mega fett gemacht mit den einzelnen Charakteren, die zwar sterben müssen, wenn die halt sterben werden. Was man gut darauf da zu feiern und dann fahren werden. Das sind unsere Flieger da oben! Hier unten spielt die Musik, Junge! Sie rücken aus dem Gerät! Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Das ist nur noch am Zittern gewesen, eine Scheiße! Wie soll man denn so schießen hier?
diese übelste Atmosphäre hier, ne? Die ist so hammergeil. Also ich fühle mich zusammen hier. Druck erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv, ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten. Übel geil, also diese Filmsequenzen, diese Aufmachung, mega fett. Wirklich mega fett. Grafisch top, also das Game, ne? Die Freude war. Der Krieg breitete sich über den gesamten Globus aus. Alte Reiche und neue Welten, alte Sitten und neue Ideen. Die gesamte Menschheit kämpfte für Freiheit. Traditionen, nationalen Stolz, für den Fortschritt, das Alte und das Neue. Hunderte große Ideen marschierten in den Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Und die Welt ertrank in unserem Blut. Oh, übel geil, diese Aufmachung. Also Leute, so wie es jetzt aussieht, haben wir hier... Also das war die Einführung und jetzt können wir uns aus mehreren Charakteren jeweils immer eine Story aussuchen. Die sind nummeriert, aber wir können auch hin und her switchen. Okay. Also wir könnten die durcheinander spielen oder halt nach Nummerierung. Ich würde eher nach Nummerierung vorgehen. Ja, aber ich würde jetzt erstmal sagen, also ich werde auf jeden Fall weiter zocken jetzt noch. Aber damit ihr schon mal den ersten Eindruck habt, den ich jetzt auch spielen durfte, werde ich jetzt erstmal den Cut hier setzen und hier mal eben die Aufnahme beenden. Euch den ersten Part sofort hochladen, damit ihr auch definitiv sofort so geflasht seid wie ich. Und währenddessen er dann lädt, werde ich weiterspielen, um euch weiter mit Nahrung zu versorgen. Von diesem übelst hammergeilen Spiel. Und die Vorfreude, Leute, die Vorfreude, die war nicht umsonst, kann ich euch sagen. Und ich habe jetzt gerade mal nur das erste Level gespielt und ich bin wirklich gespannt, was das Spiel noch so zu bieten hat. Und würde dementsprechend jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr mir Feedback dalassen würdet, wie ihr diesen Ersteindruck findet. Und würde mich auch mega darüber freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt und weiterhin dieses Let's Play zuschaut. Und auch eventuell die anderen Projekte von meinem Kanal euch anschaut und auch unterstützen würde. Leute, wie gesagt, ich will vorankommen, ich will zocken und ich will hoffen, ihr wollt es auch sehen und ich mache jetzt erstmal den Cut. Ich sag bis später, haut rein.